Hallo und herzlich willkommen zur großen Online-Party, der Abschlussveranstaltung vom Feriencheckheft 2020. Dieses Jahr findet diese Veranstaltung nicht bei uns im Lernzentrum statt, sondern wir senden live aus dem Studio, wie man vielleicht schon sehen kann. Das ist das eine Neue und das andere ist, dass ich nicht mehr alleine hier sitze, sondern ich habe mir die Toni mit ins Studio geholt. Schön, dass du da bist, Toni. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich erzähle euch jetzt mal, was wir so heute vorhaben. Ich habe da noch was mitgebracht. Okay. Ah, gute Idee. So, ihr Landratten. Das sieht doch schon viel besser aus. So, kannst du mal kurz gucken, wie heute aus? Nö, du bist hübsch wie immer. Ah, schön. Ah, das war eine gute Idee. Und das hast du alles in der kleinen Kiste da drin gehabt? Kannst du mal sagen. Abgefahren, das ist ja krass. Okay, ich würde sagen, dann tatsächlich nochmal offiziell Ahoi. Denn wir sind jetzt ja voll im Piratenmodus. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir waren jetzt 4 Wochen lang auf einem Schiff. Und nach 4 Wochen... Das macht was mit einem. Ja, da sieht man einfach so aus. Da wird man zum Piraten. Ja. So ist das nun mal. Also wer schon mal 4 Wochen lang auf dem Schiff war, kann das bestimmt bezeugen. Okay, aber Toni, was machen wir jetzt hier? Wir werden jetzt in den kommenden 60 Minuten die letzten 4 Wochen des Feriencheckhefts besprechen und die schönsten Momente nochmal Revue passieren lassen. Und für musikalische Begleitung haben wir auch gesorgt, die liebe Mimi wird für uns rappen. Es wird richtig abgefahren. Ich freue mich tatsächlich schon drauf. Ganz kurz als Background-Info, das Feriencheckheft, das hat jetzt stattgefunden und diese Abschlussveranstaltung, normalerweise treffen wir uns im Lernzentrum. Wie ihr seht, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Was genau ist das Feriencheckheft eigentlich? Das haben wir jetzt so oft gesagt. Und warum heißt es so? Hey, Toni, Mensch. Gut, dass du die Frage stellst. Ne? Ja. Ich gehe hier ganz selbstverständlich davon aus, dass ihr wisst, was das Feriencheckheft ist. Denn vielleicht weiß man es schon, aber vielleicht wisst ihr es auch nicht. Ich kenne da jemanden, der kann uns diese Frage tatsächlich beantworten, was das Feriencheckheft ist. Wollen wir mal die Inga dazu holen? Absolut. Okay, warte mal, Inga. So, hallo Inga. Hallo. Hi. Na? Du, die Toni hat eine ganz wichtige Frage gehabt. Und zwar hat die uns gerade gefragt, oder mich, was ist denn das Feriencheckheft überhaupt? Wir reden hier die ganze Zeit von Checkheft. Kannst du uns da vielleicht mal weiterhelfen? Klar, da kann ich euch auf jeden Fall gerne weiterhelfen. Also das Feriencheckheft, das ist das Sommerferienprogramm vom Lernzentrum in Hellersdorf. Und es gibt sogar schon seit 2007, also seit 13 Jahren jetzt, ist im verflixten 13. Jahr. Und genau, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesagt habt, aber das ist immer so ein ganz buntes Ferienprogramm. Da kann sich jeder zu anmelden ab 12 Jahren und kann im Bereich der Medien ganz viele tolle kreative Sachen ausprobieren. Und es heißt Checkheft, weil es früher tatsächlich mal wie so ein kleines Gutscheinheft war, wo man so die einzelnen Veranstaltungen sich abstempeln lassen konnte, also ein Check drauf machen konnte. Und deswegen heißt das Feriencheckheft. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt sind die Ferienveranstaltungen länger, also die gehen immer eine ganze Woche. Genau, aber der Name ist geblieben. Und ja, ihr seht ja auch schon richtig toll aus und ich muss sagen, ich freue mich schon richtig auf diese Veranstaltung. Sehr, sehr vielversprechend und ich möchte mich jetzt im Namen vom Lernzentrum auch nochmal bei allen Teilnehmenden bedanken, die dieses Jahr beim Ferienprogramm mitgemacht haben. Das, was ich gesehen habe, sind wirklich super tolle Ergebnisse. Habt ihr echt toll gemacht und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Online-Party und ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank, Inga. Jetzt sind wir doch schon ein bisschen schlauer, oder? Und ich hoffe, ihr auch. So, da setze ich die Kopfhörer wieder ab. Mensch, okay, also ihr wisst jetzt, was der Plan ist. Wir reisen quasi in die Zukunft, wollte ich gerade sagen, in die Vergangenheit reisen wir. Wir reisen nämlich jetzt die einzelnen Stationen ab. Das bedeutet, selbst wenn ihr nicht dabei gewesen seid, könnt ihr jetzt einiges erleben, was wir erlebt haben. Und wenn ihr dabei gewesen seid, habt ihr vielleicht ein paar Erinnerungen, die euch da wieder hochkommen. Und du hast jetzt gerade was von Musik erzählt, Toni. Ja, Mimi. Ne? Ich finde so langsam, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein bisschen Musik so zum Einstieg. Was haltet ihr davon? Also ihr könnt jetzt nicht antworten. Ne? Was hältst du davon? Ich bin dabei. Okay, so, die Inga mache ich mal wieder in clean und ich hole mir jetzt mal die Mimi nach vorne. Sekunde. Ja, so, ich sag Bescheid, wenn du vorne bist. So, Sekunde, gleich haben wir dich. Jetzt haben wir dich in groß. So, Sekunde, ich setze mal die Kopfhörer auf. Hallo. Hi. Ja, ich hoffe, mich und hört mich alle gut. Ja, Tatsache.
bei euch mit dabei zu sein. Und ja, schöne Sache. Genau. Also soll ich mich einfach mal vorstellen? Ich würde dann jetzt einfach mal anfangen. Mach mal gerne. Alles klar. Ja, ich bin Mimi. Ich bin eine Rapperin und habe euch heute ein bisschen Musik mitgebracht, um die Pausen so ein bisschen zu füllen. Und ich würde gleich mit dem ersten Track anfangen. Der heißt Mathematik. Oha, ich war ganz schlecht in Mathe. Heißt das, ich kann jetzt das Lied trotzdem hören? Ja, auf jeden Fall. Dann solltest du dieses Lied hören. Okay, da bin ich besonders gespannt. Vielleicht machst du mir mit deinem Lied Mathe schmackhaft oder so. Ja, mal sehen. Okay. Fang einfach mal an. Sehr gut. Ja. Meine Texte nicht berechenbar wie Mathematik. Ich habe das Fach gehasst, doch war immer gute Musik. Zähle keine Bars, hab nur ein Gefühl für den Beat. Das Leben ist nicht Ketten gerade, sondern chaotisiert. Bringe den Wert aufs Papier an eine sterile Menschheit, die den Map verliert. Meine Gedanken sind flüssig und nicht in Ordnung basiert. Raffiniert wie ein Koch, reinkarnierter Van Gogh. Doch zu einem Kerzmann wie Hecht auf dem brennenden Doch. Die Seele trägt einen Brandsack, doch wir erkennen uns noch. Hauche ihnen Seele ein und pflücke Blumen aus Granit. Hauche ihnen Leben ein und mache daraus ein Lied. Bunte Farben blühen und in den Kopf hineinziehen. Was ich nehmen will, ist geben. Von Namen sehe ich das Ziel. Und es wandert den Pokal durch mögliche Dynastie. Durch mögliche Dynastie. Du kannst mich nicht brechen wie ein Bruch. Und warum? Ja, sag es laut. Der Musik ist mein Zuhause. Der Musik ist mein Zuhause. Du kannst mich nicht brechen wie ein Bruch. Und warum? Ja, sag es laut. Der Musik ist mein Zuhause. Der Musik ist mein Zuhause. Glaube mir, da gibt es mehr als technische Perfektion. Glaube mir, da gibt es mehr als das schlechte Hurenton. Glaube mir, da gibt es mehr als über Cola zu rappen. Sag mal, versteht ihr eigentlich nicht so wie idiotische Depp? Schlagt eure Reime mit Ketten, vergesst das eigene Echte. Keiner weiß, was er möchte, keiner weiß, was sie will. Wenn die Leitung der Sinfonie nicht mit dem Herzen zerschmilzt. Jeder nur feiert und chillt. Nein, ich schreibe nicht nach Plan, sondern nach eigenem Thrill. Da kann man sagen, was man will, das bringt mich nicht wie ein Boot. Deine Rechnerei ist dumm und hat mit Mucke nichts zu tun. Und hat mit Mucke nichts zu tun. Du kannst mich nicht brechen wie ein Bruch. Und warum? Ja, sag es laut. Der Musik ist mein Zuhause. Der Musik ist mein Zuhause. Du kannst mich nicht brechen wie ein Bruch. Und warum? Ja, sag es laut. Der Musik ist mein Zuhause. 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 Abgefahren, wir haben hier gerade ein bisschen Party gemacht, das konntest du ja nicht sehen. Total gut, ich würde sagen, schon mal einen kleinen Applaus für dich. Ja, war auch gar nicht so Mathe-lastig, wie erwartet. Okay, stimmt, ich habe jetzt hier einen Mathe-Rap erwartet. Okay, ich sage tschüss, bis nachher, Mimi. Bis später. Okay. So, Toni, ey, das war ja schon ein krasser Einstieg jetzt, ne? Jetzt haben wir Musik gehabt, können die Kopfhörer auch wieder absetzen, ja, fällt mir gerade auf. Mein Gott, da ist man so geflasht erstmal, ne, nach so Musik. Ich hoffe, euch ging es genauso. Und die Mimi sehen wir ja auch nochmal und dann wird sie auch ein bisschen was von sich erzählen, wo wir vielleicht ihre Musik auch nochmal nachhören können, wenn uns das so gut gefallen hat und wie wir sie finden und so weiter und so fort. So, Station Nummer 1. Stellt euch vor, ihr betretet einen Dschungel. Denn das war unsere erste Station. Da warst du auch rein zufällig dabei, ja, Toni. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ne? Genau, stellt euch vor, wir waren tatsächlich auch in einem Dschungel, aber nicht in irgendeinem Dschungel, sondern wir waren in Minecraft-Dschungel. Oh. Ich denke, Minecraft ist jedem von euch oder den meisten von euch ein Begriff. Das berühmte Bauklötzchen-Spiel, was es ja auch schon seit sehr, sehr vielen, vielen Jahren gibt. Manche von euch sind vielleicht genauso alt wie Minecraft. Ich sage jetzt nicht die Jahreszeit. Könnt ihr ja mal nachschauen, wie alt Minecraft tatsächlich schon ist. Gibt es schon eine ganze Weile. So, und wir waren im Dschungel und wir haben nicht einfach nur Minecraft gespielt. Das war nämlich die erste Woche, war Minecraft das Thema, aber nicht nur Minecraft, sondern Programmieren mit Minecraft. Es war wirklich abgefahren, aber ich kann das tatsächlich gar nicht so gut erklären und erzählen, wie es vielleicht in Bildern, man sagt ja auch immer so schön, Bilder sagen mehr als Worte. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir schauen uns einfach mal einen Film an, dann können ihr und du und wir alle, können dann mal sehen, wie die Woche so ausgesehen hat. Also, Film ab! Oh.
das nochmal so zu sehen war echt krass. Ne? Also ich meine, ich war zwar dabei, aber das ist immer nochmal was anderes, als das zu sehen. Und da bekommt man tatsächlich ein bisschen Sehnsucht und wünscht sich zurück in die erste Woche. So. Okay, also ich habe schon ein bisschen erzählt, wir haben Minecraft gespielt, wir haben auch programmiert in Minecraft, konkret in Minecraft Education, das ist nämlich sozusagen die Schulvariante, also tatsächlich ein Spiel für die Schule und ja, es gibt Schulen, da spielt man Minecraft. Da wäre ich gewesen. Ja, ich auch. Okay. Ich fände es aber viel cooler, wenn euch jemand etwas erzählt, der tatsächlich auch dabei gewesen ist und als Teilnehmer dabei gewesen ist. Denn wir haben ja auch in dieser Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbringen, ein paar der Teilnehmenden mit eingeladen. Und für diese Woche haben wir uns den Sam dazu geholt. Und ich würde sagen, ich setze mal wieder die Kopfhörer auf und hole mir den Sam nach vorne. Sekunde. So. Hallo Sam. Ja, guten Tag. Wir hören dich, wir sehen dich aber leider noch nicht, Kamerad. Jetzt müsste es gehen. Jetzt müsste es gehen, sogar mit Schutzmaske. Das ist in dieser Zeit besonders wichtig. Hallo, Sam. Okay, Sam, du warst in dieser Woche, in der ersten Woche bei uns im Feriencheckheft, warst du bei Minecraft mit dabei. Ist das korrekt? Ja, genau. Okay, da haben wir ja programmiert, aber kannst du mir mal ganz kurz die Frage beantworten, hast du denn vorher schon mal programmiert, bevor du da bei uns im Lernzentrum programmiert hast? Nein, tatsächlich nicht. Okay. Und wie war das so für dich? War das schwer oder war das... Es war sehr einfach, es war sehr viel erklärt und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Echt? Cool. Das finde ich super. Und Minecraft hast du also vorher schon mal gespielt? Wusstest du denn, dass man in Minecraft auch programmieren kann? Vorher? Nein, das wusste ich nicht. Okay. Und jetzt bist du so angefixt, dass du da jetzt auch weiter Lust drauf hättest? Ja. Ja, das klingt gut. Okay, dann würde mich noch mal eine Sache interessieren und dann will ich dich auch gar nicht weiter mit Fragen löchern, damit du unseren Stream auch hier bewundern kannst in Ruhe. Was hat dir denn am besten gefallen? Wenn du jetzt so zurückblickst auf diese allererste Woche, wir haben ja viel Minecraft gespielt, wir haben auch ein bisschen programmiert. Was war so, wenn du jetzt zurückblickst, dein Highlight der Woche? Mir hat das mit dem, als wir auf dem Bauernhof waren, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aha. Es war etwas schwer, aber es war ziemlich cool. Okay, stimmt. Da war nämlich tatsächlich die Aufgabe, nochmal ganz kurz für euch Zuschauende. Also in Minecraft kann man ja programmieren, das habe ich jetzt, glaube ich, zu Genüge gesagt. Ja. Und unter anderem, wir waren nicht nur im Dschungel, sondern wir waren auch auf einem Bauernhof. Denn wir haben versucht und haben es auch erfolgreich geschafft, dem kleinen Agenten, mit dem man dann programmiert in Minecraft Education, beizubringen, wie er uns ein Feld, also er quasi ein Feld bestellt, also die Samen sät und dann die Ernte einholt und so weiter und so fort. Und das haben wir da in Minecraft Education gemacht. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und freut mich, dass es Sam genauso ging. Sam, ich bedanke mich, dass du da warst und verabschiede mich von dir. Du darfst gerne dann später noch weiter zuschauen. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. So, das war also unser erstes Interview. Mhm. Ich kann die Kopfhörer wieder absetzen. Ja. Abgefahren. Tja. Das war die erste Woche. So, und wie ging es weiter, Toni? Tja, in der zweiten Woche wurde es richtig bunt. Da sind wir nämlich Graffiti-Sprühen gegangen. Abgefahren. Ja, sogar ganz legal. Du glaubst es nicht. Denn in jahrelanger Zusammenarbeit mit professionellen Graffiti-Sprühern hat sich das Lernzentrum es sich zur Aufgabe gemacht, Berliner Stromkästen zu verschönern. Mhm. Und ja, das haben wir gemacht in der zweiten Woche. Wir haben Kästen angesprüht. Okay. Und wie lief das ab? Zuerst wurden Skizzen gemacht, dann ging es raus an eine Probewand, um ein paar Techniken zu üben. Und dann ging es raus an die Kästen mit den Sprayern. Und ich glaube, wir gucken uns am besten ein Video dazu auch an, dann können wir uns das alles besser vorstellen. Bin ich immer ein großer Fan davon. Ich sag mal, Film ab! Ja. Thank you.
Ja, das war die zweite Woche. Normalerweise hätten wir jetzt auch einen Interviewpartner. Der liebe Matti ist aber im Urlaub und hat uns deshalb eine Videobotschaft gesendet. Okay, ich würde sagen, die schauen wir uns auch mal direkt an, weil bevor wir jetzt erzählen, wie toll wir es fanden, wir waren nämlich beide dabei. Lassen wir über die Teilnehmer sprechen. Absolut, bin ich dafür. Also direkt zum nächsten Film, Mensch hier. Hey, ich bin Matti. Hey, ich bin Felix. Und wir waren beim Feriencheckheft beim Graffiti-Kurs. Genau. Am Anfang, als wir da angekommen sind, haben wir Schutzanzüge und Masken gekriegt. Und dann haben uns Profi-Sprayer gezeigt, wie man richtig sprayt. Dann sind wir raus auf die Straße und haben graue, alte, nicht mehr schön aussehende Stromkästen angesprüht. Mit neuen Graffiti-Dosen. Das war lustig. Und unsere Motive waren ein Hai, der in den Sonnenuntergang gesprungen ist. Korrekt. Ein Sonnenuntergang in den Bergen mit einer Hängebrücke. Auch ganz cool. Und eine Schildkröte am Strand, die aus einem Limo was trinkt. Das ist mein Favorit. Und es hat echt Spaß gemacht und wir würden es gerne nochmal machen, ne? Das ist auch genau meine Meinung. Ja. Matti hat gerade was vom Hai gesagt. Den hat man auch eben kurz schon im Video gesehen. Mhm. Aber ich glaube, wir gucken uns den nochmal in groß an. Mhm. Ich habe ihn hier schon mal geholt. Zeig dir mal. Da ist der. Da kann man sich das auch gleich viel besser vorstellen. So sieht der Hai aus. Echt das heißt, geil geworden. Ein Hai vor einem Sonnenuntergang, Aufgang, Untergang, Untergang, ne? Untergang. Mit Sonnenbrille. Mit Sonnenbrille sieht man in der freien Natur durchaus häufiger. Ja, natürlich. Und was ich da so krass finde, ihr habt das bestimmt alle schon mal, diese Kästen habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Da gibt es ja mehrere hunderte, keine Ahnung, in Berlin und auch in anderen Städten. Und die sehen ja immer in der Regel sehr verranzt aus. Mhm. Ne? Die werden schmutzig, die werden angesprüht, die werden beschmiert. Ja. Und da finde ich das total toll, wenn es da so Kinder gibt wie Matti und Felix, die man jetzt eben im Video gesehen hat, die Lust haben, das Ganze zu besprühen und das auch völlig legal mit professionellen Sprayern, also nicht mit blutigen Anfängern. Fand ich total schön. Ich muss auch sagen, das Sprühen ist immer ein meiner Highlights. Ja, meins auch. Also das ich hab's auch beliebt. Das ist tatsächlich echt cool. Okay. Ja. Also, ey, ich muss sagen, mir ist echt warm mittlerweile. Ja. Und ich werfe eine kleine Pause und ein bisschen Musik vielleicht. Ein bisschen Musik. Ich gucke mal, ob ich die Mimi einfach nochmal holen kann. Mal, ne? Die Mimi mal gucken, ob die Mimi noch da ist. So, ich kann ja mal schauen, ob ich sie... Da, Tatsache, ach, Moment, da setze ich mal sofort wieder die Kopfhörer auf. Let's go. So, aber sofort. So. Ja, die nächsten drei Songs, die ich mache, das ist einer von der 3 Meter Straßenlicht-EP. Das ist jetzt die letzte EP, die ich rausgebracht habe. Das war jetzt letztes Jahr. Ich würde es einfach schon sagen, die kann man auf Spotify hören. Also ich sage aber später einfach nochmal alles dazu. Okay. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Ja, sehr gerne. Da anhören, genau. Okay. Erkenne mich an einer durchwendbaren Matrix, das Stadtkind, bis die Straße da, du wirst ein Lernpflicht. Auf meine Ecken, die dunklen Stellen, keiner weiß, wo ich herkomme. Oder kennst du dich mit mir wie einer meiner Nachkommen? Ich will nur Papas, Poppen aus dem Palast, zwischen Gartenzäunen oder ein paar Straßenzonen. Ich will, dass es echt ist, hart aber gerecht ist, dass jeder für sich selbst spricht. Ich will, dass jedes respektiert und jeder Stopp ins Innere. Ich will, du mit Vorurteilen kommst, dann verschwinde ich ganz allein im Licht, ohne dich, da wo der Ort nach Scheiße schmeckt. Da lernst du auch, was Scheiße ist. Ich hab lang genug gespielt, als wäre das alles hier nicht schwarze. Nicht im Sinne von einem schwachen Sinn. In alle Straßen hinter merkst du, der auf der Nase springt. Aber würde voll und sagen, nee. Doch ich schaue durch dich durch, als wärst du 3 Meter Straßenlicht. Selbst wenn du fürchterlich, du lernst man nicht. Und du verlierst so langsam das Gesicht. Jetzt sag mir nochmal, wer du bist. 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 Straßenlicht. Genau, das war Straßenlicht. Der nächste Track, der kommt, heißt Langer Weg. Und es geht eigentlich um die Betroffenen mehr oder weniger von Rassismus. Ich habe den Song aus eigenem Mitgefühl geschrieben für betroffene Leute, die auch einige meiner Freunde. Und einfach, weil ich auch finde, dass es ein wichtiges Thema ist und es mir einfach mal auf der Zunge gebrannt hat, sowas zu machen. Genau. Und hört ihn euch an, er ist Langer Weg.
Sonne, Jenny, Frondayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum neredeyim, gidiyorum gündüz gece. Ja, es war ein langer Weg, immer das Gefühl, dass ich den falschen will, Fernweg, wollte so oft weg von hier, träumte von einem anderen Ort, der warm ist, wo ich nicht erfriere, da wo sich Menschen in die Augen blicken und sich selbst genießen in den Augenblicken. So wie lenkt an diesem Beat, den ich so fühle und der mich wieder weckt, erinnere mich an das, was diese Welt für mich so viel versteckt. Ich will nicht gespalten sein von anderen Kulturen, fühle mich verbunden, aber diese Grenzen stur, spalten uns, ich will das nicht, will, dass du dich zu Hause fühlst in diesem Land, wie man es verspricht. Viele Deppen checken ihre eigenen Privilegien nicht, würd die Last gern mit dir tragen, dass du nicht auseinanderbrichst. Ich teile mein Privileg als geschlagen und getretene und finde auch wie du, dass das System hier sehr oft eklig ist. Dass das System hier sehr oft eklig ist. Braune Haare, dunkle Haut, Bruder, du bist hier zu Hause, erkenne nicht den Unterschied. Und das reißt es hier nicht raus, weil so viele es anders sehen. Wenn ich könnte, würde ich es in eine andere Wandlung bringen. Schwester, gib mir deine Hand, ich würde dich gern fühlen. Auch ich weiß, wie es ist, wenn dumme Blicke dich zerwühlen. Ich fühle mich allein in dieser Welt, weil ich oft einsam bin. Könnte ich, würde ich an deinem Schmerz auch etwas teilhaben. Viele reden nur, ihnen fehlt die Empathie. Man kann schlaue Dinge lesen, aber dumme Dinge tun. Viele halten sich für klug, aber niemals mehr als du. Erleben nicht, was du siehst und sehen nicht, was du tust. Diese Arroganz ist tief, im Maul halten wäre gut. Sich die Dinge schön zu reden, bringt am Ende auch nicht weg. Schwarze Haare, dunkle Haut, für mich bist du hier daheim. Die Umstände in Scheingestalt sollten besser so nicht sein. Und deswegen reim ich halt die Knöpfe, damit so ein Sein. Rotes Blut, was uns vereint, verstehe nicht, warum es nicht reicht. Viele brauchen den Beweis, dass jeder eine Würde hat. Unantastbar ist und man ihm keine Hürden schafft. Ich kann nicht bestreiten, dass mich das als Mensch hier drin sehr traurig macht. Die Undurchlässigkeit hat uns zur Grenze unserer Haut gebracht. Ja, der Scheiß ist wirklich real, das hat sich keiner ausgedacht. Braune Haare, dunkle Haut, Bruder, du bist hier zu Hause, erkenne nicht den Unterschied. Und das reißt es hier nicht raus, weil so viele es anders sehen. Wenn ich könnte, würde ich es in eine andere Wandlung bringen. Schwester, gib mir deine Hand, ich würde es gern fühlen. Denn ich weiß, wie es ist, wenn dumme Blicke dich zerwühlen. Ich fühle mich allein in dieser Welt, weil ich oft einsam bin. Könnte ich, würde ich an deinem Schmerz auch etwas teilhaben. Ja, der Beat ist von Anatolian Lover. Mit dem mache ich jetzt auch gerade eine EP, die dann demnächst auch rauskommt. Und dazu wird es auch bald noch ein Video geben. Der nächste Track heißt Salvador Dali, ist ein Beat von Ali Wells. Und der ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber ich mag ihn immer wieder. Und deswegen werde ich ihn jetzt performen. Leichtsinnig verflüssigt sich der Boden, hinterlässt Farbe an meinen Füßen. Eigentlich erblick ich nur die Roben, seh nur Wahnsinn, wenn sie mich grüßen. Rieche sie vom Wirtgeschmack unter den Wegen, die ich gehe. Die Griechen, sie haben alles mitgemacht wegen McDonalds-Koryphäen. Aber was willst du machen, wenn dir sonst keiner erzählt? Ich fühle mich rückversetzt in einer stillen Anti-Haltung. Bin ich gebückt gehen, denn das ist Gift für die Entfaltung. Hab gemerkt, man geht unter in der Industrie mit stummer Selbstenthaltung. Erkenne den Wert der Parodie, sich selbst zu enteignen. Widerstand der Autonomie, werde in der Sinfonie eine ohne Herz gespielte Geige, was die Gruppe stärkt, das kann den Einzelnen schwächen. Was den Einzelnen erschwert, wird sich im Nachhinein rächen. Was die Bände schöner färbt, muss im Nachhinein blechen. Schöne weiße Taube, schöne weiße Taube, komm ich mal dich an, deine Federn sind so kahl wie ein Bart und haben einen faden Geschmack. Und so nehme ich dich am Hals und hack ihn dir einfach ab. Schöne rosa Taube, was hat man mit dir gemacht? Deine Federn kleben rot an einer fadenweißen Wand. Industrielle Verwertung, hebe deine Flügel auf und nehme deinen toten Kauf, damit ich fliegen kann. Schau mir keine Bibel an, damit ich wieder lieben kann. Ich liebe einfach da am Ort, wo ich mich fühlen kann. In deinen Augen ist eine Uhr, da zerrieselt der Sand. Nimm meine Hände, mach einen Spiegel draus, der landet. Hebe deinen Wert auf, damit er nicht beendet, weil er im Gleichschritt, im Leichtsinn zwischen Extremen pendelt. Ich sitze in meinem Schloss auf dem Berg, doch betrete nur den Keller. Erst wenn ich den Kopf über aus dem Käfig, wird die ganze Bude heller. Und ich bin Salvador Dali. Ich bin Salvador Dali. Ich bin
mal mir die Welt einfach so ein bisschen. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch. Und ja, genau, ihr findet mich am besten auf Instagram unter Mimi offiziell und da sind dann auch noch alle anderen Sachen verlinkt und falls ihr auch Fragen habt, könnt ihr mich anschreiben oder so. Ich schreibe auch immer gerne zurück. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Klingt super. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Ich würde auch sagen, wir packen euch alle Links, wie gehabt, natürlich in die Videobeschreibung. Da müsst ihr gar nicht lange suchen, sondern wir suchen für euch und packen sie in die Videobeschreibung. Dann habt ihr sie mit einem Klick erreicht. So ein Service bei uns immer. Genau. Und so kommt ihr dann zu Mimi. Ich wink dir schon mal. Tschüss, Mimi. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke. So, unsere Schiffsreise schreitet voran. Absolut, ne? Abgefahren. Ey, wir sind ganz schön schnell unterwegs, ne? Nochmal kurz gucken, ob die Frisur sitzt, ja? Absolut. Okay. Ja, ist der Zahn immer noch weg? Ja. So ist das, ne? Wir haben uns geprügelt. Ja. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht gemacht. So, okay. Wir sind in der dritten Woche. Das heißt, wir haben schon fast das Ende erreicht. Dritte Station, dritter Hafen, von bunt zu grün. Oh, meine Deko ist umgerutscht, sehe ich gerade. Von bunt zu grün. Der arme Krake. Von bunt zu grün, ja. Jetzt könnt ihr mal überlegen, nein, wir haben nicht irgendwie Trolle gejagt oder so, sondern, ich gebe euch einen Tipp. Das da! So, und zwar, das Motto in dieser Woche war Greenscreen. Wenn man es übersetzen würde, wäre es einfach eine grüne Leinwand. Ich finde, auf Englisch Greenscreen klingt halt abgefahrener als grüne Leinwand. Und ihr kennt es aus Filmen, ihr kennt es aus Fernsehen. Da stehen so Leute vor einem Strand und plötzlich gibt es eine Explosion und dann gibt es noch abgefahrene Musik. Ganz oft, ich würde mal sagen, in einer sehr hohen Prozentzahl stehen die gar nicht am Strand. Nein. Die stehen vor einer grünen Wand. Du lügst mich an, das glaube ich dir nicht. Ich lüge dich nicht an. Ich habe sogar Beweise mitgebracht. Ach so? Ich habe nämlich auch da wieder ein Video mitgebracht. Das können wir uns gleich mal angucken. Genau, also in der Woche haben wir Greenscreen-Fotos gemacht. Das bedeutet Fotos vor einer grünen Wand. Mhm. Diese grüne Wand haben wir natürlich aber nicht grün gelassen, sondern wir haben was mit dieser Wand gemacht. Okay, das klingt ja abenteuerlich. Ich habe Beweise mitgebracht. Film ab. Zeig sie mir. Richtig coole Sachen bei rausgekommen. Abgefahren, ne? Also nur mal so für euch zur Info. Wir sitzen auch gerade nicht vor einer Schatzkarte. Damit hättet ihr nicht gerechnet, ne? Mhm. Und auch da haben wir wieder natürlich, wie man vielleicht gesehen hat, Teilnehmende gehabt. Also Kinder und Jugendliche, die zu uns gekommen sind und die mit uns die Ferien verbracht haben. Denn alleine macht das ja nur halb so viel Spaß. Unter anderem war da die Ida dabei. Die hat man auch so schön im Video gesehen. Und die haben wir auch wieder mitgebracht. Und wir schauen mal, ob die Ida... Oha, warte, Moment. Kopfhörer auf. Ich sehe schon Ida. Hallo Ida. Hi. Ida. Schön, dass du da bist. Wir sehen dich so ganz nah dran. Wir sehen dein ganzes Gesicht von ganz nahen. Aber das finde ich super so. Geht's dir gut? Ja. Sehr schön. Ida, erzähl doch mal, ihr wart ja nicht alleine da, du warst jetzt mit der Freundin, glaube ich, dabei, ne? Ja. Und was habt ihr denn da gemacht, bitte, in der Woche? Also, wir haben halt so Greenscreen-Fotos gemacht, so, ja, in eine andere Dimension sozusagen. Ja, das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und... Ja. Okay. Das heißt, also, wo seid ihr denn hingereist mittels Greenscreen? Was habt ihr denn da für Hintergründe gemacht? Weißt du das vielleicht noch? Ja, wir waren auf dem Mond zum Beispiel. Oh. Unter Wasser. Abgefahren. An einem Strand.
Hund und ja. Total toll. Die Ergebnisse sind auch richtig, richtig gut geworden. Die zeige ich sogar gleich. Aber erstmal noch meine nächste Frage, Ida. Wenn du mit dem Greenscreen, ne, also mit dieser grünen Leinwand, wenn du da wirklich überall hinreisen könntest, ne, wo würdest du da hinreisen? Oh, am besten irgendwie auf den Mond oder so. Okay, der Mond hat es dir angetan, ne? Ist auch am schwierigsten zu erreichen im echten Leben. Glaube ich auch. Okay, Ida, wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du das Feriencheckheft weiterempfehlen oder war das jetzt eher so, ja, kann man auch woanders also, machen? Ja, eigentlich schon. Es hat mir Spaß gemacht. Glück gehabt. Inga und Julia und so. Ja. Stimmt, wir haben uns auch gar nicht vorgestellt. Julia bin übrigens ich, für die, die es vergessen haben. Ne? Ich habe mich vorgestellt. Ja. Ne? Och, ich habe ein Gedächtnis. Du weißt, dass wer ich bin. Das ist die Hauptsache. Okay, Ida, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Oder dass du immer noch da bist, so rum. Und wir gucken uns jetzt mal die Ergebnisse an. Das heißt, du darfst dich gerne wieder auf Stumm schalten. Und wir schauen mal, was du da so gemacht hast. Das siehst du dann ja auch gleich so. Hier haben wir nochmal den Hai von eben. Und da, wenn ich jetzt weitergehe, müsste als nächstes Bild, aha, ein Strand. Leerer Strand kommen, oh. Ist noch recht langweilig. Mhm. Und da haben die genau das gemacht, wie in dem Zeitraffer zu sehen war am Ende. Eine lag, die andere hat fotografiert, alles möglich dank Greenscreen und das sah dann so aus am Ende. Cool. Ich finde es total abgefahren, ne? Da würde ich jetzt auch ganz gerne liegen. Mhm. Ich auch. Okay. Aber das Spannende war ja, dass man Fotos machen konnte von sich, also von zwei Personen, ohne dass beide Personen gleichzeitig vor der Kamera stehen konnten. Eine hat immer fotografiert und die andere war das Model. Hier sieht man mal das Original, ne? Lustige Unterwasserwelt mit einer Schatztruhe. Und die beiden Mädels haben sich gedacht, et voilà, zack, und schon sind sie in Unterwasser. Ne? Und man sieht auch hier ganz lustig, dass sie hier sehr mit dem Greenscreen gespielt haben. Also nicht einfach nur sich davor gesetzt haben, sondern die, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Freundin von Ida hieß, die haben sich jetzt sich eingewickelt mit diesem grünen Tuch. Total abgefahren, fand ich großartig. Okay, also wir haben einen Strand gesehen und die sind vom Strand unter Wasser teleportiert. All das war nur möglich mittels Greenscreen, ansonsten wären sie ganz schön nass geworden. Warum habe ich denn noch die Kopfhörer auf schon wieder? Das ist eine gute Frage. Meine Güte, oh Gott. Ich vergesse es auch. Ach, das ist mal nicht so schlimm. Wir sitzen hier nebeneinander, da brauchen wir ausnahmsweise keine Kopfhörer. Stimmt. Wollen wir zur vierten Woche weiterschippern? Na gut, ausnahmsweise. Das ist aber schon die letzte Woche, ne? Ja, ich finde es auch schade. Naja. Okay. Smart Home? Kennst Smart du? Home? Ja, ist in aller Munde. Habe ich schon mal was von gehört? Ja, aber wir im Lernzentrum haben gesagt, Smart Home, das war doch gestern. Heute haben wir die smarte Kajüte. Und ihr fragt euch jetzt sicher, was soll das? Was kann das sein? Nun, wir hatten in der vierten Woche mit dem Calliope Mini programmiert. Den haben wir jetzt nicht da, sehen wir aber gleich im Video. Und der Calliope Mini ist ein programmierbarer Minicomputer. Mhm, so kann man das sagen. Und der hat zahlreiche Funktionen. zum Beispiel kann er leuchten, Geräusche machen, die Lage bestimmen. Und er hat auch einige Sensoren, zum Beispiel einen Temperatursensor. Also man kann wirklich eine Menge damit machen. Und diese Dinge haben wir programmiert und mithilfe von einer kleinen Pappschachtel uns eine kleine Kajüte gebaut. Das kann man sich jetzt so gar nicht vorstellen, ne? Also unter Minicomputer und Calliope kann man sich jetzt vielleicht so gar nichts vorstellen. Dann haben wir noch nicht mal hier einen liegen. Wisst ihr warum? Weil auch da haben wir natürlich wieder ein Video. Das könnt ihr mit einem Video viel besser sehen und dann wisst ihr auch, dass die Toni da keinen Quatsch erzählt hat. Ich sag mal, Film ab! Tja,
ich weiß das immer so, ich sehe das, ne, und dann möchte ich da wieder hin zurück. Ja, ich auch. Schade, dass die Ferien schon vorbei sind. Abgefahren ist ja auch, dass jetzt tatsächlich, zumindest in Berlin, ist der letzte Ferientag heute. Stimmt. Mhm. Schade. Ferien sind vorbei. Schade. Tja. Ja. Ja, im Video konntet ihr unser Schiff sehen. Das ist tatsächlich ein ganzes Schiff geworden, voller Kajüten, voller smarter Kajüten. Und ja, normalerweise würden wir jetzt auch wieder jemanden interviewen, aber wie es so ist am letzten Ferientag, alle im Urlaub. Deshalb gibt es jetzt nochmal eine Videobotschaft. Und zwar von dem Felix. Vom Felix. Den haben wir schon mal gesehen. Der Felix war so motiviert und so begeistert. Der hat die halben Ferien bei uns verbracht. Und der hat uns noch eine weitere Botschaft relativ spontan zugeschickt. Und ich würde sagen, die schauen wir uns mal an, um zu hören, was uns der Felix zu erzählen hat. Hallo, ich bin Felix. Ich war auch bei der zweiten Woche des Ferienprogramms dabei. Es war auch diesmal echt lustig und ja, dort haben wir mit Kalliopes dieses Mal gearbeitet. Beim ersten Mal haben wir nur die Kalliopes getestet, was die so können, was ihre Funktionen sind. Aber dann beim zweiten Mal haben wir richtig angefangen zu programmieren und haben dann ein kleines Schiff gebastelt aus Pappe und ein paar anderen Dingen. Und dann musste noch jeder eine kleine Kajüte basteln, wo der Kalliope reinkam und so ein kleines Smart Home entstand. Dabei habe ich eine Alarmanlage gemacht oder jemand anderes hat noch einen Bewegungsmelder gemacht, genau. Und ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn nochmal so etwas kommt. Ich hoffe, das hat euch jetzt vielleicht inspiriert und ihr würdet beim nächsten Mal, wenn sowas ist, auch kommen. Und ja, dann sage ich Tschüss. Vielen Dank, Felix, für diese wundervolle Botschaft. Und so warst du quasi mit dabei, ohne wirklich live dabei gewesen zu sein. So kann es laufen. Klasse, dass wir immer trotzdem noch die Einblicke kriegen, trotz der räumlichen Entfernung. Ja, nee, ich meine, das kann man auch einfach gar nicht so erklären, wenn man nicht selber dabei gewesen ist. Ich meine, ich bin dabei gewesen, aber es macht ja schon einen Unterschied, ob man vielleicht arbeitet, so wie ich es getan habe, oder ob man als Teilnehmer da ist. Ne? Das stimmt. Und das macht den Unterschied. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir so viele Teilnehmer dieses Jahr, auch dieses Jahr wieder haben. Das Feriencheck-Up findet ja jedes Jahr statt. Wir haben jetzt ja gelernt, seit 13 Jahren schon. Und das ist immer so schön, wenn dann auch die Sachen Spaß machen. Denn es reicht ja nicht. Ja, genau, es reicht ja nicht, wenn sie nur mir Spaß machen. Ne? Da hat niemand was von. Sondern wenn sie euch auch Spaß machen. Und jetzt werdet ihr euch vielleicht denken, toll, die Ferien sind vorbei. Ich habe das Feriencheck-Up vielleicht sogar verpasst. Toll. Wir haben da was für euch vorbereitet, tatsächlich. Dieses Jahr, ganz exklusiv, haben wir die sogenannte Sommerakademie gemacht, für euch extra. Und zwar ganz einfach mit dem Hintergedanken, manchmal fährt man vielleicht in Urlaub, soll passieren. Manchmal kommt man vielleicht auch gar nicht aus Berlin und kann nicht teilnehmen. Und all denjenigen, die nicht dabei gewesen sind oder auch denjenigen, die dabei gewesen sind und nochmal alles nachmachen wollen, für die haben wir diese Videos gemacht. Das ist eine ganze Videoreihe. Das bedeutet, es gibt pro Woche gibt's ein Video mit ein paar Tipps, mit ein paar Tricks, mit ein paar Ideen, dass ihr quasi so, als wärt ihr dabei gewesen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo findet ihr das Ganze? Kleiner Tipp, ihr seid ja hier schon auf YouTube. Wenn ihr da mal auf unseren Kanal geht, ich zeige euch das Ganze mal. Zeig's uns mal. Der Kanal, wenn ihr den nochmal nachträglich sucht, der heißt Bildung und Medien. So. Und Medien, muss man gar nicht so viel tippen. Und dann muss man ein bisschen scrollen. Und da ist er. Man erkennt das immer an diesem lustigen Bumm-Logo. Denn Bumm ist die Abkürzung. So. Und dann gelangt ihr am schnellsten zu diesem Video, indem ihr auf die Playlist geht. Denn die Sommerakademie hat eine eigene Playlist und ist aktuell sogar an der ersten Stelle. Also nicht zu übersehen. Und da findet ihr dann die Videos, die zum Feriencheckheft dazugehören. Und kleiner Tipp, ihr findet auch noch ein paar andere Videos, wie man vielleicht sehen kann. Denn wir haben für euch, die da draußen, ob ihr jetzt nun ein Kind oder ein Jugendlicher oder ein Erwachsener seid oder eine Lehrkraft, wir wissen ja nicht, wer gerade zuschaut. Für euch alle haben wir auf jeden Fall auf dem Channel was zu bieten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gefallen euch vielleicht auch die anderen Videos vielleicht sogar noch besser. Denn da könnt ihr direkt was mitmachen. Und damit, liebe Toni, ja, ausnahmsweise haben wir für euch noch ein weiteres Video. Ihr werdet denken, oh, noch ein Video. Aber das ist sozusagen, stellt euch das vor, wie der Abspann im Kino. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr sitzen bleibt oder vielleicht aufsteht. Ich gebe euch aber den Tipp, bleibt vielleicht mal sitzen. Es lohnt sich, denn ihr bekommt noch einen viel, viel besseren Einblick. Ich verabschiede mich an der Stelle schon mal von euch, denn wir wollen uns jetzt zurücklehnen, Popcorn essen und das Video genießen.
Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Also dich sehe ich vielleicht mal wieder. Bestimmt. Euch sehe ich. Ihr seht mich. Ich sehe euch nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut euch die anderen an. Man sagt doch so schön, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn es euch noch besser gefallen hat. All die Sachen, ihr wisst ja, wie YouTube abgeht. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Die lesen wir nämlich tatsächlich auch. Und damit... Beantworten sie auch. Genau, wir lesen sie nicht nur, wir beantworten sie tatsächlich auch. Ne? Mensch, Toni, wenn ich dich nicht hätte. So. Tschüss, Toni. Tschüss, Julia. Und ich sag nochmal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.